Heute gibt's meine Meinung zu Final Fantasy VII Crisis Core, Forspoken und Chained Echoes. Außerdem vergleichen wir natürlich Hausaufgaben und ich zeige euch, was ich mir sonst noch so alles während meiner kleinen Winterpause gekauft habe. Ab geht's! Moin, 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 was geht, was geht, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einer neuen ultimativen XXL Pickup Extravaganza, der ersten im Jahr 2023. Es gibt viel zu zeigen und zu besprechen und wir starten wie immer mit den limitierten Spielen. Und ihr kennt das. Limitierte Spiele, das sind Spiele, die künstlich in einer begrenzten Auflage meist nur bei Online-Händlern zu erwerben sind, also nicht im ganz normalen Einzelhandel. Und da habe ich diesmal ein Spiel von Limited Run Games, was ich euch zeigen möchte. Und zwar für die PS5 Anno Mutationem. Ein kleines 2,5D Cyberpunk-Action-Spiel mit Rollenspielelementen, das mir wärmstens empfohlen wurde von einigen Leuten in den Kommentaren und dementsprechend habe ich mir das damals auch bestellt und nun, 417 Jahre später, ich bin mir relativ sicher, ich habe damals noch in D-Mark bezahlt und ich hatte eine vierstellige Postleitzahl, ist dieses Spiel endlich bei mir angekommen und ich habe es jetzt auch so ein, zwei Stündchen gezockt. Und was natürlich sofort auffällt, ist die wirklich geile, beeindruckende 2,5D Retro-Pixel-Optik. Ihr habt quasi eine echte 3D-Welt, die ihr begehen könnt, aber Figuren und so weiter sind in 2D gehalten. Das gibt dann so einen richtig einzigartigen Look und auch von der Ästhetik her ist das sehr cool gemacht, weil es halt sehr farbenfroh ist und eine lebendige, ja, Cyberpunk-Welt darstellt, die ich in der Form irgendwie auch noch nicht in einem Videospiel gesehen habe. Die Story hingegen, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich vergessenswert, beziehungsweise ich habe sie auch nicht richtig kapiert. Man muss auch sagen, das Spiel ist auch in dieser physischen Version nur Englisch spielbar, nicht deutsch. Ich habe zumindest keine deutsche Tonspur gefunden. Und ja, ihr sucht hier irgendwie den guten Ryan. Ihr selbst seid diese, ja, Kämpferin, Söldnerin, möchte ich fast sagen, Anne Flores. Nee, ihr sucht, ich weiß gar nicht, was, euer Bruder, euer Lover, Ryan. Und ja, geht dann halt von einem Punkt zum nächsten, erkundet die Spielwelt und beschreitet dann immer wieder Action-Passagen in bester, ja, Side-Scrolling-Beat'em-up-Manier, beziehungsweise Mega-Man-Manier ist eher gesagt. Das Ganze spielt sich fast so ein bisschen wie Mega-Man, ne? Ihr lauft halt von links nach rechts, springt ein bisschen umher, sammelt Gegenstände ein und kloppt und ballert euch durch Gegnerhorden. Das macht relativ viel Spaß, das muss man sagen, weil es sich sehr schnell und rasant spielt. Und natürlich macht es auch Spaß, den Charakter hochzuleveln, Skillpunkte zu verteilen, neue Waffen zu finden und so weiter und so fort. Wie gesagt, storytechnisch hat mich das jetzt aber bisher noch nicht so angesprochen. Aber das Spiel als Ganzes, als Erlebnis mit seiner coolen, einzigartigen Präsentation und der interessanten Spielwelt fand ich schon irgendwie spaßig und ja, es genießt auch einen sehr, sehr guten Ruf. Ich muss mal gucken, ob ich da noch, wie weit ich da noch weiter zocken werde. Ich fand es auf jeden Fall nicht schlecht, aber meine Meinung basiert halt erst nur auf den ersten 2 Stunden, die ich jetzt extra für dieses Video mal angezockt habe. Ja, auf jeden Fall ein cooles Sammlerstück für die PS5. Anno Mutationem. Ich glaube, das gibt es aber auch auf anderen Konsolen. Zumindest für die Switch gibt es das auch physisch. Von Limited Run Games. So, dann sind wir quasi mit dieser Rubrik auch schon durch. Es gibt noch ein paar mehr limitierte Spiele, die noch folgen. Die passen aber eher besser in andere Rubriken. Dementsprechend sprechen wir dann auch darüber. Und wir gehen jetzt weiter in die Rubrik Upgrades. Denn da haben wir diesmal einen Haufen. Ja, Upgrades sind diesmal sehr, sehr viele und Upgrades, das sind halt Spiele, die ich in einer alten bzw. früheren Version schon in der Sammlung habe, die ich jetzt aber durch eine geupgradete Version ersetzen werde, weil die halt moderner oder halt cooler ist. Das erste Spiel, was ich mir als Upgrade gekauft habe, ist Pac-Man World Repack, ein nahezu 1:1 Remake, möchte ich mal sagen, des ersten Pac-Man Worlds für die PlayStation 1. Nun ja endlich auch für moderne Konsolen erhältlich. Leider aber nicht physisch überall, denn ich habe jetzt bisher noch keine deutsche Version dieses Spiels gefunden. Ich habe jetzt zu der US-Version gegriffen. Die gibt es aktuell relativ günstig bei Amazon.com. Ich glaube für $18, sodass ihr da ein bisschen über 20 € bezahlt mit Import, was okay ist für dieses Spiel.
ich meine, es gibt auch eine europäische Version. Was mir aber aufgefallen ist, es gibt keine deutschen Untertitel in diesem Spiel. Und das ist ja auch meist, also eher ein Spiel, was ein jüngeres Publikum anspricht, was vielleicht zu einem Problem werden kann. Ich weiß nicht, wie das bei der Digitalversion ist, aber diese physische US-Version besitzt keine deutschen Untertitel. Ist halt so, wie es ist. Pac-Man World selbst ist ein 3D-Plattformer in bester Mario 3D World oder Little Big Planet Manier, bei dem ihr mit dem legendären Pac-Man viele, viele Früchte einsammelt, eure Familie rettet und Gegner auffrisst. Grundsätzlich ist es halt nichts, was man nicht aus anderen Spielen kennt. Ne? Man springt herum, man sucht Geheimnisse oder man betätigt Schalter, um irgendwelche Türen zu öffnen. Das Ganze ist halt nur irgendwie cool auf die Pac-Man-IP umgesetzt. So gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, auch mit Pac-Man zu rollen. Oder es gibt immer wieder so eine kleinen Minispiel-Abschnitte, wo ihr Gegner auffressen könnt. Und das ist ganz cool gemacht und gibt dann meistens immer so ein paar Bonuspunkte oder wie auch immer Bonusfrüchte. Sicherlich ein Spiel, was eher für ein jüngeres Publikum angedacht ist. Aber dennoch denke ich, dass man auch hier durchaus als älterer Spieler seinen Spaß daraus ziehen kann. Ich habe jetzt die ersten, ich weiß gar nicht, wie viele Level gezockt und ich fand es relativ spaßig. Die Pac-Man World Spiele haben ja auch einen sehr guten Ruf. Es gibt auch noch Teil 2 und Teil 3, die es damals für PS2 und GameCube und so weiter gab. Und ich bin mal gespannt, ob da noch mehr von folgt. Ich bin nämlich irgendwie ein Fan von diesen Neuauflagen, die Namco in letzter Zeit ihrer Oldschool-Spiele anbietet. Ob das nun halt Pac-Man World ist oder die Klonoa Collection oder halt jetzt demnächst Tales of Symphonia. Ich finde es super, dass man diese alten Klassiker einer neuen Generation zur Verfügung stellt, auch wenn es mit den physischen Versionen immer so ein bisschen hakelig ist. Nicht alles ist für jede Plattform verfügbar oder für oder in der entsprechenden Region zumindest. Da müsste Namco eventuell nochmal nachbessern, aber trotzdem, ich finde es cool. Pac-Man World, ein Upgrade für die PS5. So, dann ein Spiel, das ich geschenkt bekommen habe vom guten Steven von Ree. Ich weiß gar nicht warum. War es ein Geburtstagsgeschenk? Ich hatte nämlich zuletzt Geburtstag. Oder einfach nur so? Egal, es geht auf jeden Fall um Biomutant. Dieses Open-World-Anthropomorph-Action-Game, was ich glaube vor 1 oder 2 Jahren erschienen ist. Das hatte ja einen sehr furchtbaren Ruf, weil es irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, warum es alle Leute gehasst haben. Die Leute haben es auf jeden Fall gehasst. Ich fand es gar nicht so schlecht. Ich habe es damals auf der PS4 durchgezockt. Die PS4-Version, die habe ich auch schon wieder verkauft und ich habe das jetzt ersetzt durch diese native PS5-Version. Ganz ehrlich, wenn man Spaß an Open-World-Spielen hat und an kreativen Spielwelten, dann kann man damit sicherlich nichts falsch machen. Es ist aber auch nicht das beste Spiel aller Zeiten. Ich fand das Kampfsystem und das Craften von Waffen und so weiter aber relativ spaßig. Falls ihr da mehr Interesse habt, zu meiner Meinung, irgendwo vor 1, 2 Jahren, als das Spiel erschienen ist, gab es da eine passende Pick-up-Folge, in der ich über dieses Spiel ausführlich geredet habe. Und ja, nochmal vielen Dank an Steven. Ich weiß nicht, warum du es mir geschickt hast. Es war auf einmal im Briefkasten. Ich freue mich sehr darüber, über dieses Upgrade Biomutant für die PS5. Oh, und dann kommen wir zu einem Fail. Der Fail des Jahres bei Jansel. Ich hatte ja schon letztes Jahr Stray gespielt, als das rauskam digital und es war ja auch eine physische Version angekündigt und die kam jetzt, glaube ich, auch schon letztes Jahr im September bei uns, also so kurze Zeit, nachdem die Digitalversion rauskam, auf den Markt. Und da haben dann alle immer schon gesagt, Jansel, wieso hast du dir denn die physische Version noch nicht gekauft? Das ist doch ein perfektes Upgrade für dich. Du fandest das Stray doch super. Und ich sag mal, ja, warte doch. Ich habe mir doch die physische PS5-Version bei I Am 8-Bit bestellt, weil ich einfach nicht wusste, dass es auch normal in den Einzelhandel kommt. Damals war das noch nicht so klar, dass I Am 8-Bit ihre limitierten Spiele auch oftmals ganz normal im freien Markt bei uns anbietet. Und dementsprechend habe ich mich dann, es war ein Fehler, ne? Mir die PS5-Version damals vorzubestellen. Hätte ich mir auch einfach hier im Laden kaufen können. Vor allen Dingen war es ein Fehler, weil ich mir aus Versehen die PS4-Version bestellt habe. So ein Scheiß! Ich dachte mir, als das Game hier ankam, was sich wahrscheinlich nicht großartig unterscheidet von der Version, die bei uns im Einzelhandel liegt, außer diesem Sleeve, war ich erstmal total enttäuscht und wütend. Wie blöd sind die? Wieso haben die mir die PS4-Version geschickt? Ich habe doch ausdrücklich die PS5-Version bestellt und erstmal eine E-Mail geschrieben. Was seid ihr nur für Idioten? Und dann kam eine E-Mail zurück. Nee, sie hatten die PS4-Version bestellt. Gucken Sie doch mal in die Rechnung. Und ich so, nein, das kann gar nicht angehen. Und guck dann in die Rechnung. Oh, war tatsächlich die PS4-Version. Und ich dachte, na scheiße, was soll ich denn mit der PS4-Version? Ihr wisst, ich halte es da immer so, ich will immer die
höchstmögliche Version eines Spiels haben. Und wenn es die PS5-Version ist, dann will ich die PS5-Version haben und nicht die PS4-Version. Also was habe ich gemacht? Ich habe mir gebraucht die PS5-Version dann nochmal so gekauft, damit ich jetzt auch endlich die PS5-Version dieses Spiels habe. Physisch vor allen Dingen, weil ich das Spiel wirklich gut finde. Und ja, das hätte ich auch schon vor Monaten machen können, wäre ich nicht so ein Trottel gewesen. Was bedeutet das jetzt für diese tolle Stray PS4-Version? Ja, die werde ich jetzt wieder verkaufen. Ich überlege noch, ob ich diesen Sleeve behalte, weil den kann ich ja genauso gut um die PS5-Version packen, obwohl das dann nicht das echte ist, aber... Ja, Gott sei Dank denke ich mal, dieses Spiel wird relativ begehrt sein, auch in Zukunft, sodass ich mein Geld auf jeden Fall da wieder zurückkriege. Aber es ist natürlich wieder mal hoch 100 von mir. Also ja, oh, und zu Stray selbst, wirklich ein tolles Adventure-Spiel, wo ihr eine Katze spielt in einer postapokalyptischen Welt und dort in einer unterirdischen Cyberpunk-Roboterwelt sozusagen gefangen seid und euren Weg an die Oberfläche zurückfinden müsst. Und ich fand das sehr, sehr charmant, sehr, sehr cool. Gefällt sicherlich nicht jedem, weil es sehr ruhig und langatmig. Na, langatmig ist der falsche Begriff, aber es ist halt ein Adventure-Spiel. So eine Art Point-and-Click-Adventure fast schon. Ne? Man muss viel entdecken und erkunden und wenig Kampf, ein bisschen Plattforming. Aber das Ganze halt aus der Perspektive einer Katze. Und das fand ich recht cool, weil halt normale Dinge auf einmal sehr groß wirken und anders wirken, als man es gewohnt ist. Ich hatte damit sehr viel Spaß. Kann man in 6-7 Stunden durchspielen. Wenn ihr Spaß an Indie-Spielen habt oder euch mal eine ganz andere Spielerlebnis erleben wollt, dann kann ich Stray auf jeden Fall nur empfehlen. Und ja, in meine Sammlung kommt es jetzt in dieser PS5-Version. Die PS4-Version, die fliegt wieder raus. So, dann haben wir noch zwei kleine Upgrades, wo wir gerade bei Fails sind. Wir machen mit Fails weiter, oder? Fails sind immer witzig und wir machen jetzt weiter. Obwohl, dieser Fail ist eigentlich gar nicht so ein Fail, aber ich hatte es mir anders vorgestellt. Und zwar geht es um The Last of Us Part 1, die Firefly Edition für die PS5. Ich liebe The Last of Us. Ich habe das ja letztes Jahr schon auch ausführlich in einem Video hier gezeigt. Und passend zu diesem Spiel wurde damals halt eine Steelbook-Version veröffentlicht. Wie gesagt, diese Firefly Edition, aber nur in den USA. Und es wurde auch nicht nach Europa gesendet, was ich extrem nervig fand. Denn ihr wisst, ich bin Steelbook-Sammler. Ich liebe gute Steelbooks und ein The Last of Us Steelbook, das habe ich zwar auch schon von der PS4-Version, aber trotzdem ist eins meiner Lieblingsspiele aller Zeiten und ich fand das Steelbook so geil, das wollte ich unbedingt haben. Vor einigen Wochen wurde dann tatsächlich nochmal ein Reprint oder eine europäische Version dieses Spiels angeboten im europäischen Store, eine deutsche Version, und mein Twitter flog auf einmal schon, also ist explodiert. Alle haben mich sofort angeschrieben: Jansel, da ist endlich die Firefly Edition. Bestell sie dir. Und ich natürlich sofort, no brainer. Tak, 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 tak. Sofort die Firefly Edition bestellt. Und kurze Zeit später dann bemerkt, dass diese Firefly Edition zwar das Steelbook enthält und ich glaube ein Comic oder sowas, aber das Spiel selbst nur in einer digitalen Version. Was mich natürlich als Sammler extrem stört. Das heißt, ich habe jetzt quasi 100 Euro oder was es gekostet hat, nur für dieses Steelbook ausgegeben, weil das Spiel selbst, ja, ein Code, ja. Ich meine, wenn da die Disc jetzt drin gewesen wäre, hätte ich meine alte Disc verkaufen können wieder. Dann wäre alles easy, aber so muss ich die behalten, weil ich will ja keinen Code in meiner Sammlung haben, sondern eine Disc. Das heißt, ich kann nicht mal meine alte Version verkaufen, sodass dieses Upgrade sehr teuer wird. Außerdem hatte ich nicht erwartet, dass dieses Spiel, diese Version so groß ist, so einfach völlig unpassend für Regalgrößen, für DVD-Größen, sodass ich das nicht mal geil ins Regal stellen kann. Das ist halt einfach ein kompletter Fail in jedweder Form. Ja, der Comic ist bestimmt cool, ne? Aber hätte ich das gewusst, dass da nur ein Code drin ist und dass es so groß ist, hätte ich das wahrscheinlich nicht bestellt. Das nervt mich auch ein bisschen. Naja, ich war mal wieder zu gierig, zu ungeduldig. Das Steelbook selbst finde ich aber, muss man sagen, echt geil. Ein richtig geiles Artwork. Es sieht richtig geil aus und das werde ich hier auch richtig schön auf meinem Steelbook-Altar präsentieren. Und zumindest das ist super, aber ja, im Großen und Ganzen war es eher ein Reinfall. Im Gegensatz zu einem anderen Spiel, worauf ich auch sehr lange gewartet habe, was auch von Limited Run Games ist, Castlevania Requiem, eine Collection von Castlevania Symphony of the Night und Rondo of Blood.
Und Symphony of the Night ist für mich eigentlich ein Upgrade, denn ich habe dieses Spiel mindestens dreimal schon in der Sammlung. Einmal original für die PlayStation 1, einmal in der Konami Collection für die Xbox 360 und einmal habe ich habe dieses Spiel auch digital. Ich habe es mir damals 2018 oder so auch digital gekauft, weil ich einfach Symphony of the Night nochmal haben wollte. Jetzt habe ich es zum vierten Mal in einer physischen Version auf Disc und das finde ich super. Und vor allen Dingen, weil hier auch das erste Mal Rondo of Blood dabei ist für... Ich weiß gar nicht, ob es das erste Mal in einer westlichen Version, also übersetzten Version dabei ist. Ich habe das Gameplay von meiner Digitalversion aufgenommen. Die ist sogar übrigens in Deutsch mit deutscher Sprachausgabe. Darum ging es mir aber auch eigentlich gar nicht so, um Rondo of Blood. Das ist halt mehr so in Richtung Super Castlevania, ne? Das ist mehr noch so ein Action-Plattformer, der noch sehr bedacht ist und sehr... viel Gegner-Pattern auslernen. Ihr seht auch das Gameplay hier übrigens von Rondo of Blood. Ne? Das ist cool und nett und es hat sicherlich auch viele Fans, ist ein Kultspiel. Aber der Main-Selling-Point für mich ist halt Symphony of the Night. Denn Symphony of the Night ist eins der besten Metroidvanias aller Zeiten. Ich bleib dabei, auch nach 25 Jahren ist das immer noch super geil und toll spielbar. Ein richtig, richtig gutes Spiel, eins der besten PlayStation 1-Spiele. Und ich liebe dieses Game über alles und hey... Die Original PlayStation 1 Version, die ist jenseits von Gut und Böse preislich gesehen, 150 aufwärts oder so. Und das ist jetzt eine relativ kostengünstige Version, eine physische Version dieses Spiels nochmal zu bekommen. Falls ihr da nochmal Interesse habt, ist wahrscheinlich schon ausverkauft bei Limited Run Games, aber selbst auf dem Gebrauchtmarkt wird das sicherlich nur 40, 50 Euro kosten, was immer noch deutlich günstiger ist als die PS1 Version. Oder kauft es euch digital, ich glaube, da kostet es einen 10er oder so. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, weil Symphony of the Night einfach ein Legendenspiel ist. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Kauft euch Castlevania Symphony of the Night, eins der besten Spiele aller Zeiten. Nicht umsonst trägt das Genre Metroidvania den Vania-Part seines Namens aufgrund dieses Spiels, aufgrund von Metroidvania, von Castlevania Symphony of the Night. Geiles Game. Ich habe da, glaube ich, auch mal ein Video zu gemacht zu den besten Metroidvanias. Da könnt ihr euch ausführlich meine Meinung dazu hören. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein mit den Upgrades. Und jetzt kommen wir zur Rubrik Gespielt. Gespielt sind Spiele, die ich mir schon gekauft und auch schon angespielt habe, aber nicht durchgespielt habe. Das eine davon werde ich, glaube ich, auch nicht durchspielen, aber das andere macht mir zumindest Spaß. Ich weiß aber nicht, ob ich die Zeit dafür finde. Deswegen will ich die jetzt hier erstmal in dieser Rubrik zeigen und nicht warten, bis ich sie durchgespielt habe und dann später in der Rubrik durchgespielt zeigen. Es kann aber durchaus passieren, dass mal ein Spiel durchrutscht. Wir fangen aber auf jeden Fall an mit einem Spiel, was ich mir vor ein paar Tagen gekauft habe. Das war eigentlich mehr so ein Spontankauf, das war gar nicht geplant, aber der Preis ist zurzeit relativ günstig und das, obwohl es erst einen knappen Monat alt ist. Es handelt sich um Fire Emblem Engage. Ich habe es mir beim Mediamarkt gekauft. Ich habe auch gesehen, bei Amazon ist es zurzeit für 44 Euro oder so verfügbar. Es ist also jetzt schon reduziert, was nicht unbedingt dafür spricht, dass es ein monetärer Erfolg für Nintendo ist, aber die Fire Emblem Strategie RPG-Reihe ist ja schon eine sehr beliebte Reihe, zumindest bei den Hardcore-Fans. Ich glaube, es gibt sicherlich nicht so viele Fans, aber die Fans, die es hat, die sind da wirklich mit vollem Herzblut dabei. Ich zähle mich selbst nicht dazu. Wie gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, mir dieses Spiel überhaupt zu kaufen, aber ich dachte mir, ach komm, Harry Potter Hogwarts Legacy ist noch nicht raus und das Spiel, was ich euch gleich noch zeige, das fand ich doch nicht so geil wie erhofft. Dementsprechend kaufst du dir jetzt mal Fire Emblem Engage und zockst es ein bisschen. Ich muss sagen, es macht mir relativ viel Spaß. Ne? Der Clou ist halt diesmal dabei, dass ihr diese Emblems, diese Geistkämpfer zu euch rufen könnt aufs Kampffeld, mit denen ihr euch verbünden könnt und die euch Spezialattacken geben, die aus früheren Fire Emblem Teilen kommen, wie zum Beispiel Sigurd oder Marth oder so. Und das Ganze ist halt wie immer so eine Mischung aus Visual Novel, Rollenspiel und vor allen Dingen halt ja, Taktik-RPG, Strategy-RPG. Ihr habt so ein Grid, so ein Feld, wo ihr mit unterschiedlichen Einheiten, die alle irgendwie unterschiedliche Klassen repräsentieren, agieren könnt, euch bewegen könnt und dann Gegner angreift oder Items nutzt oder wie auch immer. Das Ganze ist halt, wie gesagt, sehr, sehr strategisch. Ihr müsst halt gucken, ob ihr von wo ihr angreift, wen ihr angreift, mit welcher Einheit. Das Ganze hat so ein Schere-Stein-Papier-System. Ne? Schwert ist gut gegen Axt, Axt ist gut gegen Lanze, Lanze dann wieder gut gegen Schwert und so weiter und so fort. Es kommt noch auf die Reichweite an und so weiter und so fort. Das Ganze ist echt ganz cool. Ich erkenne den Reiz daran. Ich bin, wie gesagt, nicht der größte Fan dieses Genres, aber mich reizt es immer. Und ich hatte auf jeden Fall jetzt die ersten, ich glaube, ich bin jetzt Kapitel 4 oder so, die ersten paar Kapitel mega Spaß damit. Die Geschichte ist auch recht spannend. Und ja, ich bin mal gespannt, wie weit mich das noch trägt, ob ich
dass die Zeit dazu finde, dieses Spiel durchzuspielen, weil diese Spiele gehen immer sehr, sehr lang und es gibt halt auch immer sehr, sehr viele Spiele, die ich zocken will. Mal schauen. Aber auf jeden Fall bin ich froh, dass ich mir doch dann irgendwie gekauft habe, um reinzuschauen und mir gefällt es auf jeden Fall. Ne? Fire Emblem Engage für die Nintendo Switch. So, und dann ein Spiel, was mir leider nicht so gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Spiel hatte ich leider vorbestellt. Hätte ich gewusst, dass es nicht so gut ist, also die Reviews sind auch alle nicht so krass, dann hätte ich es wahrscheinlich mir gar nicht gekauft. Aber da war dann wieder so ein Steelbook mit dabei und ich war wieder so gierig und habe mir dann Forspoken für die PlayStation 5 gekauft, inklusive dieses Steelbooks. Und ja, das Spiel wurde von der Presse förmlich zerrissen, sage ich mal so. Das hagelte Fünfen und Sechsen. Und es war wirklich, wo man schon dachte, boah, das ist aber echt hart. Und da war dann doch irgendwie noch meine Neugier geweckt. Okay, ich muss meine eigene Meinung dazu bilden. Und was soll ich sagen? Es ist nicht so schlimm, wie die Reviews es machen. Aber es ist halt auch irgendwie kein so richtig geiles Spiel. Ihr spielt hier Frey, eine Kleinkriminelle aus New York, die durch ein Ereignis in eine magische Zauberwelt, in die Welt Atia, gezogen wird. Dort trefft ihr einen magischen Reifen, der euch Zauberfähigkeiten gibt und ihr seid quasi ja, die einzig Auserwählte in dieser Welt, die der Bedrohung durch ein Ereignis, das sich Bruch nennt, entgegenstehen kann. Das ist so eine Verderbnis und ihr seid da irgendwie immun gegen und müsst halt diese Welt retten. Ihr kennt das. Das ist halt dieses typische Fantasy-Setting. Generischer könnte es kaum sein. Das hat man schon tausendmal gesehen, von Alice im Wunderland bis zur unendlichen Geschichte gefühlt. Das ist jetzt nicht so spannend. Außerdem ist es natürlich ein riesiges Open-World-Spiel, wo ihr sau viele Sachen einsammeln könnt und müsst und upgraden und so weiter und so fort. Das ist jetzt auch nichts, was man so groß als innovativ bezeichnen würde, aber zumindest ein paar Kleinigkeiten hat es dann doch, die es spaßig machen. Zum einen der Kampf, das funktioniert irgendwie ganz cool, das spielt sich so ein bisschen wie Infamous und es macht irgendwie Spaß, sich entsprechend den Gegnern strategisch seine Fähigkeiten auszuwählen, elegant und richtig geil animiert den gegnerischen Beschuss auszuweichen und vor allen Dingen macht es extrem viel Spaß, durch die Welt zu gleiten. Ihr habt so eine komische Gleitmechanik dank dem Reif, mit dem ihr halt so schwebend durch die Landschaft zieht. Das macht echt viel Spaß. Das ist so eine Art Parcoursystem. Das finde ich richtig cool. Also Kampfsystem und das Bewegen durch die Welt, das macht echt Spaß. Der Rest ist halt nur irgendwie kacke, weil es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein Open-World-Spiel, wie es ein Open-World-Spiel halt immer ist. Ne? Die Nebenquests sind mehr als belanglos. Die Hauptstory ist auch total, weiß ich nicht, mehr Mittel zum Zweck. Es ist alles sehr, sehr aufgebläht. Überall gibt es unnötigste Nebenquests, die man machen kann, die irgendwie mich überhaupt nicht interessieren. Und das Schlimmste an dem Spiel, was mich auch am meisten stört, sind halt die Charaktere. Die sind halt alle wirklich extrem nervig. Und vor allen Dingen auf dem Cover Frey, die Hauptheldin, ist halt wirklich eine Unsympathin vor dem Herren. Die ist unsympathisch, die ist ja frech und ich komme mit der überhaupt nicht klar. Die ist arrogant, sie kann halt alles, sie weiß alles schon. Es gibt hier überhaupt keine Charakterentwicklung, was halt irgendwie Grundlage des Schreibens ist, wenn man einen interessanten Charakter macht. Du musst irgendwie ein Hindernis geben und nicht nur einfach ein Ziel, sondern irgendwie etwas, was er überwältigen muss. Und bei Frey hat man nie das Gefühl, als müsste sie sich für irgendwas anstrengen. Sie hat auch keinen Bock auf nichts. Sie ist total lustlos. Außerdem soll immer ihre Unterhaltung mit dem Reif selbst, der ist nämlich auch, der kann selbst reden, der ist so hat so einen britischen, also sarkastischen Unterton. Und die beiden, ja, teasen sich die ganze Zeit so, das funktioniert aber auch überhaupt nicht, weil das überhaupt nicht witzig ist oder charmant, sondern einfach so, denkt man so, toxisch fühlt es sich die ganze Zeit an. Das ist, glaube ich, das moderne und richtige Wort dafür. Es entsteht überhaupt keine Chemie zwischen den beiden. Frey ist so dermaßen uninteressant, unsympathisch, unfreundlich, flucht die ganze Zeit aus, ich weiß nicht, es wirkt wie so eine Rotzgöre. Ich kann mit diesen Charakteren einfach nichts anfangen. Es zieht mich überhaupt nicht rein. Mich interessiert sie 0,0. Es spricht mich leider überhaupt nicht an. Und irgendwie brauche ich sowas in meinem Game. Ich brauche irgendwie einen narrativen Faden, der mich zieht. Wenn schon irgendwie diese Struktur des Open-Worlds-Gameplays mich nicht so ganz so zieht. Weil so krass ist dann das Letzte, was mich an so einem Spiel halten könnte, nämlich das Kampfsystem, dann doch nicht. Ne? Es funktioniert, es ist einigermaßen cool, es ist aber auch nicht das Beste im Genre. Und ja, dann zähle ich halt eins und eins zusammen. Unsympathische Charaktere,
langweilige Geschichte, langweiliges Open-World-Gameplay und ordentliches Kampfsystem, das reicht für mich dann nicht, um da irgendwie, keine Ahnung, 15 Stunden aufwärts Zeit zu rechtfertigen. Dementsprechend werde ich es wahrscheinlich zur Seite legen und abbrechen. Ich finde, es ist nicht so schlimm, wie es die meisten machen. Also so eine 6 ist es nun auch nicht. Und wenn man sich mit so einer Frau identifizieren kann, mit so einer Charakterin, dann hat man dann sicherlich auch mal seinen Spaß mit, vor allen Dingen, wenn man Open-World-Spiele macht. Aber mehr als eine gute 7 oder eine schlechte 7, eine mittlere 7 ist es halt auch nicht, ne? Forspoken. Jetzt nicht so geil. Weiß ich nicht. Hat mir nicht gefallen. Gut, das waren Spiele, die ich gespielt habe und mir gekauft habe. Weiter geht es zu Spielen, die ich durchgespielt habe. Und hier natürlich zuallererst einmal die Hausaufgaben. Wir hatten mal wieder Hausaufgaben. Und diesmal hatten wir richtig, richtig coole Hausaufgaben, die wir uns zusammen überlegt haben. Batman Arkham Origins für die PlayStation 3. Ein Prequel zur Arkham-Trilogie, was zwischen Teil 2 und 3 erschienen ist und auch nicht von Rocksteady selbst, sondern von Warner Brothers Montreal entwickelt wurde. Das sind die, die auch gerade Gotham Knights gemacht haben. Und das Spiel ist damals so ein wenig untergegangen. Auch ich selbst habe es mir zwar vorbestellt gehabt, aber nie gezockt, denn ich liebe Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knights, alles großartige Spiele, aber Arkham Origins hat mich irgendwie nicht so, interessiert. Wahrscheinlich war ich dem ganzen Spielen gerade überdrüssig. Die kam ja im Zweijahrestakt damals. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Spiel nun endlich durchgespielt habe, denn Arkham Origins ist verdammt gut. Ein verdammt geiles Batman-Spiel, das grundsätzlich natürlich all das richtig macht, was seine Vorgänger auch schon richtig machen. Dieses richtig tolle Free-Flow-Kampfsystem, dieses Gefühl, dass man selbst Batman ist, durch das sehr coole Einsetzen seiner Fähigkeiten, ob nun durch Gadgets oder durchs Gleiten selbst. Das macht alles total viel Spaß. Selten war es geiler in einem Videospiel Batman zu sein. Hinzu kommt aber auch eine sehr, sehr spannende Origin-Geschichte, die mir insgesamt einfach sehr gut gefallen hat. Ihr seid hier am Weihnachtsabend, das ganze Spiel spielt halt am Weihnachtsabend. Am Weihnachtsabend seid ihr, auf dem Weg zum Gefängnis oder so und werdet Zeuge, wie der Ganove Black Mask den Polizeidirektor tötet und quasi Leute aus dem Gefängnis befreit und ein Kopfgeld auf euch aussetzt. 8 große Bösewichte aus dem Batman-Universum haben es innerhalb einer Nacht auf euch abgesehen. Da halt so Sachen wie Killer Croc und Bane. Und das Ganze klingt zwar auf den ersten Blick nach einer relativ simplen Story, aber es ist schon sehr, sehr facettenreich, denn es kommen noch andere legendäre Bösewichte und Charaktere ins Spiel und ich spoilere jetzt nicht groß, aber es kommt der Joker und Commissioner Gordon zum ersten Mal in euer Leben. Und natürlich ist es alles nicht so, wie es später halt ist. Ihr müsst euch erst euren Platz verdienen und ihr müsst halt alles erst kennenlernen, wie es ist. Und das ist halt wirklich cool gemacht. Ich fand das Narrativ wirklich, wirklich stark. Und vor allen Dingen auch die Bosskämpfe, die ihr immer wieder bestreiten müsst gegen diese ganzen unterschiedlichen Bosse, sind richtig geil. Mit die Highlights des Spiels, die sind alle total unterschiedlich. Von skurril geil, wie gegen den Electrocutioner, wo ihr mit nach einem Schlag gewinnt, bis einfach bombastisch inszeniert bei, Firefly hieß es, glaube ich, wo ihr, ich will nicht zu viel spoilern. Also richtig geile Bossfights, richtig cool gemacht. Der Rest ist halt auch gut. Es gibt viele neue Gadgets auch, die teilweise auch später ihren Einklang gefunden haben in die Hauptreihe, wie zum Beispiel diese Seilwinde, sage ich mal so. Aber auch diese Eisgranate ist richtig cool, wo man sich eigene Eisschollen bauen kann, um sich dann durchs Wasser zu ziehen. Ich meine, das gab es nicht in Arkham City, oder? Erinnere ich mich da gerade falsch? Es war auf jeden Fall sehr cool. Also Batman Arkham Origins, sehr, sehr underrated. Ein richtig gutes Spiel. Das Kämpfen macht sowieso Bock. Und das erstaunlicherweise auch gestreamt auf der PS4. Denn ich hatte irgendwie keine Lust, meine PS3 anzuschmeißen und habe es einfach gestreamt über die PS4. Und das funktioniert einwandfrei. Was soll ich sagen? Also ich habe irgendwie trotz dieses recht timing-basierten Kampfsystem nie das Gefühl gehabt, dass das nicht funktionieren sollte. Und das war irgendwie ein geiler Test, um das mal auszutesten. Also ja, ich habe das Spiel digital gespielt, aber ich habe es ja trotzdem physisch da. Also so ist es ja nicht. Was soll ich sagen? Ein richtig, richtig gutes Batman-Spiel kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Ist völlig underrated, völlig untergegangen. Und es ist auch nicht so lang. Man hat das irgendwie nach 7-8 Stunden durch. Und ich bin sehr froh, dass ihr mir dieses Spiel mal wieder aufgezwungen habt. Da hattet ihr natürlich wieder mal den besseren Riecher als ich und wusstet genau, dass mir dieses Spiel wahrscheinlich gefallen wird. Also cool. Echt gut. Batman Arkham Origins. Ich würde dem jetzt locker so eine 8,5 geben. Auf jeden Fall.
Arkham Asylum bleibt für mich immer das beste Batman-Spiel, aber das ist... Qualitativ fällt es nicht viel ab und hat narrativ eine richtig geile Story und all das, was ihr von einem Arkham-Spiel haben wollt. Vielleicht ein bisschen viel Backtracking und ein bisschen kleinere Welt als sonst, aber das passt schon, passt schon. Cool. Ja, und dann haben wir natürlich wieder neue Hausaufgaben. Ich habe mal wieder im Community-Tab für euch eine Umfrage zusammengestellt aus Spielen, die ich ausgewählt habe aus euren Kommentaren. Da natürlich bei die Spiele, die die meisten Votes haben, aber auch wie immer ein Spiel, was keinen Vote hatte, was ich aber irgendwie mit reinbringen wollte in diese Auswahl, in diese Umfrage. Insgesamt gab es knapp 5000 abgegebene Stimmen und zur Auswahl standen Sunset Overdrive, Baphomets Fluch, Metroid Prime, Killer 7 und Nioh. Und mit knapp 32% hat sich Nioh durchgesetzt. Auch ein Spiel, was schon seit einiger Zeit hier in den Kommentaren umherschwirrt bei den Hausaufgaben. Bin ich schon froh, das endlich jetzt mal zu spielen. Vor allen Dingen, nachdem ich Stranger of Paradise Final Fantasy Origin letztes Jahr so begeistert gezockt habe. Es ist nämlich auch ein Spiel von Team Ninja. Bin ich mal gespannt, wie gut Nioh dann sein wird, was ich jetzt hier übrigens in der Nioh Collection für die PlayStation 5 zocken werde. Ja, cool. Das ist die Hausaufgabe fürs nächste Mal. Nioh 1 ist ein bisschen längeres Spiel. Ich hoffe, das schaffe ich auch bis zum Februar. Wir haben ja schon Februar. Bis zum März. Ich hoffe. Weil es kommt ja auch Hogwarts Legacy und so weiter. Aber sonst, doch, kriegen wir schon hin, hoffe ich mal. Cool. Nioh sind die neuen Hausaufgaben. Dementsprechend würde ich mich natürlich wieder über eure Meinung zu den Hausaufgabenspielen freuen. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr Batman Arkham Origins gefunden habt. Finde ich immer extrem interessant, eure Meinung dazu zu hören. Und wir brauchen natürlich auch wieder Hausaufgaben fürs nächste Mal. Ich werde wieder einen Kommentar anpinnen, in dem ich euch nach den Hausaufgaben fragt. Und ihr dürft einfach Wildspiele vorschlagen. Und ich suche dann so ein bisschen aus, was passt, weil die meisten habe ich halt auch immer schon gespielt. Die meisten ist übertrieben. Viele habe ich halt auch immer schon gespielt. Wie zum Beispiel ein Spiel, was letztes Mal sehr, sehr viele Stimmen hatte. Bud and Spencer, Slaps and Beans und so. Das ist irgendwie eine unpassende Hausaufgabe dann. Ne? Und ich kuriere das dann so ein bisschen aus. Dann gibt es eine Community-Umfrage und ihr dürft dann aber schlussendlich bestimmen, was wir zusammen spielen. Ne? Ich lade euch ein, auch Nioh zu zocken und mir einen neuen Vorschlag zu machen. Wählt am besten den Kommentar hoch, der das Spiel... Nee, schreibt einen eigenen Kommentar oder... Also als Antwort auf meinen Kommentar oder wählt halt oder liked den das Spiel hoch, was ihr zocken wollt. So, genug. Weiter geht es jetzt mit der Rubrik Durchgespielt. So, das erste Spiel, was ich durchgespielt habe, ist ebenfalls ein Spiel, was letztes Jahr schon digital erschienen ist, nun aber auch endlich in einer physischen Version für die PlayStation 5. Ich habe mir die Version von Special Reserve Games gekauft. Hätte ich gewusst, dass es auch eine ganz normale deutsche Einzelhandelsversion geben würde, hätte ich das nicht gemacht, aber hier ist Track to Yomi für die PlayStation 5 von Devolver Digital. Ein 2,5D Action-Samurai-Spiel in einem monochromen Artstyle als Hommage an die 50er, 60er Kurosawa-Filme. Was nicht nur sehr, sehr cool und einzigartig aussieht, sondern auch dem Spiel eine richtig geile eigene Handschrift, eine richtig geile eigene Atmosphäre gibt. Denn ich muss vorweg schon mal sagen, Track to Yomi hat mir wirklich gut gefallen. Auch ein Spiel, was jetzt nicht die allerbesten Bewertungen bekommen hat, aber mir hat es wirklich, wirklich gut gefallen. Und das liegt vor allen Dingen halt auch an, ja, nicht nur an seinem Kampfsystem, was schön brachial, aber auch leicht ausnutzbar und schießbar ist, sondern vor allen Dingen an seiner Inszenierung. Ich mag einfach diese künstlerische Aufbereitung und diese festen Kamerafahrten, die dem Spiel so eine ganz, ganz eigene Bildsprache geben. Nicht nur durch seinen monochromen Stil, also diesem Schwarz-Weiß-Stil, sondern auch einfach wie das Spiel seine Bilder, seine Szenerien inszeniert. Das ist wirklich geil gemacht. Aber auch spielerisch hat es mir einfach total viel Spaß gemacht. Denn aufgrund dieser Inszenierung gab das Spiel auch sehr viel Möglichkeiten zum Entdecken, zum Erkunden, aufgrund dieser versteckten Perspektiven, nenne ich es mal. Es gab überall abseits der Wege kleine Türen oder Ecken, wo man Sachen finden konnte. Und es hat mir irgendwie total viel Spaß gemacht, mehr Ausdauer, mehr Leben oder Fernwaffen zu finden, um die dann gezielt im Kampf nutzen zu können. Und der Kampf ist halt ja die Butter und das Brot dieses Spiels. Und das ist halt ein zweischneidiges Schwert im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist einfach, wie gesagt, sehr geil inszeniert und es ist auch richtig schön
schön befriedigend, wenn man so einen Gegner mit ein, zwei Moves wegslasht. Auf der anderen Seite kann es manchmal auch passieren, dass man irgendwie in Animationen gefangen ist oder dass die Gegnerwellen einfach zu viel werden und auch Bossfights können teilweise sehr hart werden. Aber ich hatte irgendwie total viel Spaß mit diesem Spiel, weil, wie gesagt, es ist so eine wenig exploitbar, beziehungsweise man kann mit Skill sehr viel gut machen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt meine Kampfweise jetzt als Skill bezeichnen würde, aber ich habe einen Weg für mich in diesem Spiel gefunden, der einfach extrem geil funktioniert hat. Der war wahrscheinlich nicht so vorgesehen, aber es war halt extrem spaßig. Und zwar kann man natürlich ganz viele Kombos lernen und nicht nur einfach kaufen oder freispielen, sondern meistens muss man spezielle Gegner dafür besiegen, die abseits des Weges stehen, die dann eine spezielle Kombination von Schlagmöglichkeiten geben. Und das Ganze lässt sich halt dann auch immer irgendwie strategisch einsetzen. Und mein liebster Move war halt das Rückwärtskämpfen gegen Gegnern. Es gibt halt eine Möglichkeit, einen Rückwärtsschlag zu machen und das gepaart mit so einer Kombination, Rückwärtsschlag, schwerer Schlag, führt zu einem kleinen Stun-Effekt. Und wenn man das kombiniert mit einem Finisher-Move, dann kann man innerhalb von 3 Schlägen quasi nahezu jeden Gegner one-hitten, was einfach zu einem richtig geilen Flow führt, der einfach nur Spaß macht, was wahrscheinlich aber nicht so wirklich gedacht war, denn ich bin teilweise absichtlich rückwärts in Gegner reingerannt, habe mich dann umgedreht, ihn einen Schlag in die Fresse gemacht, einen schweren Schlag hinterher, der sie gestunt hat und dann so eine R1-Finisher-Move-Kombination gegeben, in der ich ganz viel Invincibility-Frames habe und nicht gestört werden kann und mich gleichzeitig das Ganze auch noch heilt, sodass Gegnermengen für mich einfach nicht ein Problem war, sondern eher eine Art Chance, mein ballettartiges Kampfsystem auszunutzen, falls man das irgendwie verstehen kann, was ich meine. Also ich fand es nicht schlimm, weil ich habe mir diese Sachen ja selbst ausgedacht und habe die eigenen Mechaniken des Spiels kreativ genutzt, um voranzukommen. Bevor ich aber diese Moves hatte, war es manchmal auch ein bisschen frustig, gegen viele Gegner zu kämpfen. Denn das Kampfsystem bzw. das Blocksystem, das Pariersystem ist nicht so cool, wie man manchmal denken sollte. Es gehört schon irgendwie ein bisschen mehr dazu, um die Kämpfe erfolgreich zu bestreiten. Ich fand es aber irgendwie faszinierend und spaßig. Und es fühlt sich so ein bisschen an wie so eine Mischung aus Bushido Blade und Onimusha, würde ich fast sagen. Gepaart mit ein bisschen Hellblade, denn narrativ ist dieses Spiel ähnlich. Hier geht es nämlich darum, dass ihr ein Samurai seid, der quasi in die japanische Hölle, nach Yomi will, um, ich sag mal, für Rache und Gerechtigkeit zu sorgen. Das müsst ihr so ein bisschen selbst entscheiden, was eure Motivation ist. Und daran richtet sich dann auch ein bisschen so die Story. Es ist aber richtig geil inszeniert. Auch die paranormalen Momente halt. Und die haben mir wieder mal richtig gut gefallen. Das ist ähnlich wie bei Sifu. Wenn es paranormal wird, finde ich es immer richtig geil. Ich fand das Spiel einfach rundum gelungen. Es geht nur 5-6 Stunden. Und ich kann verstehen, wenn Leute ein bisschen Frust haben mit diesem Kampfsystem, beziehungsweise dass dieses Kampfsystem einfach nicht so völlig durchdacht ist, wie es müsste. Also da finde ich zum Beispiel so ein Ghost of Tsushima deutlich besser. Aber für das, was es mir bieten wollte, hat es vollkommen funktioniert. Und ich hatte damit extrem viel Spaß. 30 Euro oder was ich da bezahlt habe, gut investiert. Ich finde es einen richtig kleinen, coolen Geheimtipp. Hab damit Spaß gehabt. Track to Yomi für die PlayStation 5. Gut, dann ein weiteres Spiel, was ich durchgespielt habe, schon über Weihnachten, im Dezember. Final Fantasy VII Crisis Core. Ebenfalls für die PS5. Das, ja, Prequel zu Final Fantasy VII. Und ich muss jetzt auch echt ein bisschen warnen, denn das ist die Geschichte von Zack. Das Origin-Spiel sozusagen. Und dieses Spiel ist quasi ein einziger Spoiler. Falls ihr Final Fantasy VII noch nicht kennt oder nur das Remake und noch nicht wisst, wie es weitergeht, dann solltet ihr niemals Final Fantasy Crisis Core spielen, weil dieses Spiel basiert halt auf legendären Szenen im späteren Verlauf des Spiels, die dann hier quasi in großem Umfang aufgearbeitet und inszeniert werden. Das Spiel läuft halt also komplett auf diese Szene zu und zeigt, was da damals alles passiert ist aus einer anderen Perspektive. Und es spoilert halt total Final Fantasy VII. Denn wenn man das Spiel kennt, dann ist es natürlich mehr Lore, mehr Hintergrund und einfach nur geil zu sehen. Wenn man es aber nicht kennt, dann ist dieses Spiel ein massiver Spoiler. Denn wie gesagt, ihr spielt hier Zack. Und ich will nicht sagen, wer Zack ist, aber er ist wichtig für Final Fantasy VII. Dies ist seine Origin-Story, wie er Sephiroth kennengelernt hat, wie er ein Soldier First Class geworden ist und wie seine Verbindung mit Cloud ist, sagen wir es mal so. Ne? Und das erfahrt ihr halt in diesem Spiel.
Und das ist halt ein Remake des ursprünglichen PSP-Spiels. Und das merkt man halt auch immer noch. Man hat hier einfach diese Struktur beibehalten. Es spielt sich sehr, sehr kurzweilig. Dieses Spiel bietet einfach immer so Snacks von Gameplay. Ganz viele kleine Minimissionen, ganz viele kleine Dungeons. Alles fühlt sich so an, als könnte man kurz mal in der Bahn kurz so blablabla kämpfen und das war's. Darauf ist es ausgelegt. Aber nichtsdestotrotz macht es irgendwie total Spaß. Denn das Kampfsystem hat man hier so ein bisschen, ich sag mal, an Final Fantasy VII Remake angepackt, was dem Ganzen sehr gut tut. Es spielt sich sehr schnell und sehr flutschig. Aber es ist natürlich auch eine Sache dabei geblieben, die damals schon bei der PSP so ein bisschen, ich sag mal, angeprangert wurde. Weiß ich gar nicht, wie sagt man das sagt. Auf jeden Fall, dieses Spiel hat ein Slot-System, das euch Buffs und Sonderfähigkeiten und Limit Breaks gibt, die halt, naja, weil es ein Slot-System ist, auf Zufall basiert. Jeder Kampf gibt euch so eine Art Erfahrungspunkte. Und solange ihr Erfahrungspunkte habt, könnt ihr oben im Kampf eine Slot-Maschine am Laufen erhalten, die die Zahlen 1 bis 7 beinhaltet und Bilder von Charakteren, die ihr getroffen habt. Und dementsprechend, was diese Slot-Maschine dann anzeigt, gibt es gewisse Buffs. Zum Beispiel, einen Moment lang müsst ihr kein Mana bezahlen für eure Fähigkeiten. Oder wenn ihr zum Beispiel dreimal die 7 würfelt, kriegt ihr ein Level Up. Und naja, dann seht ihr schon das Problem. Level Ups sind halt gekoppelt an Glück sozusagen. Oder was noch viel schlimmer ist, und da ist das Spiel halt wirklich nicht so durchdacht, das Aufleveln von Materie, also euren Zauberfähigkeiten, ist halt auch an bestimmte Zahlenkombinationen gekoppelt. Und das Problem ist halt, wenn man gewisse Materie aufleveln will, muss man halt entweder auf Glück hoffen oder einen Kampf so lange künstlich in die Länge ziehen, dass ihr genug Spins kriegt, dass vielleicht zufällig irgendwann mal die Zahl erscheint, die euch den Level-Up beschert. Und das führte bei mir schlussendlich dazu, oder spät im Spiel führt es dazu, dass du teilweise, wenn du Materie leveln willst, Kämpfe einfach nur im Kreis rennst in Kämpfen und einfach nur die Slot-Maschine durchlaufen lässt und vor dem Gegner wegrennst, einfach nur, um deine Materie zu leveln. Das ist halt nicht so durchdacht. Ne? Du kannst halt nicht aktiv irgendwie deine Materie in der Form wechseln, weil wenn du es halt nur auf normalen Weg machen würdest, gerade in späteren Kämpfen, wenn du gut geskillt bist oder so, dann kannst du halt Gegner innerhalb von 2-3 Sekunden one-shotten und die Slotmaschine läuft nicht mal einmal durch quasi gefühlt, also einmal höchstens, sodass die Wahrscheinlichkeit ist, dass du genau das Ergebnis bekommst, das du brauchst, sehr gering ist. Und dementsprechend musst du halt Kämpfe künstlich in die Länge ziehen, damit du mehr Chancen hast, deine Materie hochzuleveln. Das ist halt nicht so ganz durchdacht, dieses Slot-System. Es stört aber auch nicht wirklich und es ist schon irgendwie geil, wenn da mal doch das fällt, was du brauchst. Vor allen Dingen halt die Limit Breaks, die sind halt an Charakterbilder gekoppelt. Und narrativ ist das Ganze auch implementiert und vor allen Dingen wichtig. Und das ist auch der einzige Grund, glaube ich, warum dieses Spiel drin ist. Ich will nicht sagen, warum, aber es gibt einen Moment im Spiel, da passiert etwas ganz zum Schluss. Und das ist halt, wo ich dann auch so dachte damals, ach ja, genau deswegen habt ihr dieses System eingebaut. Das werdet ihr dann erleben, falls ihr dann soweit seid. Ich finde trotzdem, es ist ein ziemlich geiles Spiel, trotz dieses gewöhnungsbedürftigen Kampfsystems, einfach weil es nicht nur sehr, sehr geil aussieht, man hat ja einfach mehr gemacht als einfach nur ein Port, man hat gefühlt ganz viele Assets von Final Fantasy VII Remake mit eingebaut, tolle Charaktermodel, aber halt auch nicht alles so krass ummodelliert, man merkt halt immer noch seine Wurzeln im Handheld-Bereich. Es macht aber einfach trotzdem Spaß zu kämpfen, es macht halt Spaß dieser Geschichte zu folgen, obwohl es natürlich als Prequel auch immer so ein paar Prequel-Probleme hat, die man im späteren Spielen dann nicht ausmerzen kann. Zum Beispiel gibt es hier Charaktere, die hier sehr wichtig sind, die in späteren Teilen nicht mehr vorkommen und so weiter. Und vor allen Dingen, ich bin halt echt überrascht, beziehungsweise ich frage mich, warum dieses Spiel jetzt gerade herauskommt. Es kann für mich nur eine Sache bedeuten. Weil ein gutes Drittel dieses Spiels ist halt wirklich ein Main-Plot-Point in Final Fantasy VII und zwar in Teil 2 oder Teil 3 des Remakes erst. Man spoilert hier also massiv Ereignisse aus späteren Teilen, was ja irgendwie total dumm ist. Was für mich einfach nur bedeuten kann, dass das nicht mehr Kanon ist. Das ist für mich die einzige Erklärung, dass das Spiel, das Final Fantasy VII Remake, andere Wege gehen wird. Was auch klar ist, es wird ganz klar angedeutet am Ende von Final Fantasy VII Remake und auch im Integrate DLC. Ich will hier auch nicht drauf eingehen, was und wieso, aber es ist eigentlich ziemlich klar, dass das jetzt nicht mehr Kanon sein kann irgendwie. Und naja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wo es hingeht. Ich freue mich extrem schon auf den zweiten Teil des Remakes. Ich kann Final Fantasy VII Crisis Core nur empfehlen für Fans von Final Fantasy VII, ne, die das Spiel kennen, vielleicht aber noch nicht Crisis Core gespielt haben. Ist eine tolle Möglichkeit. Grandioser Soundtrack, vor allen Dingen The Price of Freedom, eins der besten Musikstücke in jedwedem Videospiel überhaupt. Und ja, wenn ihr Final Fantasy VII nicht kennt, dann lasst die Finger davon. Das ist sonst ein zu harter Spoiler. Trotzdem, cooles Spiel. Fand ich sehr, sehr geil.
Geht auch nicht so lang, keine Ahnung, 15 Stunden oder so. So, und dann das letzte Spiel, was ich durchgespielt habe. Und das kann ich euch gar nicht zeigen, denn es war ein digitales Spiel, für das ich mir zwar schon die physische Version vorbestellt habe, die kommt aber erst Ende des Jahres. Ich konnte es aber nicht lassen, dieses Spiel zu spielen. Vor allen Dingen, nachdem es so viele Leute als ihr Spiel des Jahres 2022 angesehen haben. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein ist dieses Spiel für mich ganz klar in den Top 3 der besten Spiele 2022. Es handelt sich um Chained Echoes. Ein JRPG-Liebesbrief an die alten Klassiker aus Super Nintendo und PlayStation-Zeiten. Entwickelt von Matthias Linder, einem einzigen deutschen Entwickler, was einfach unfassbar geil ist. Und Chained Echoes ist halt ein 16-32-Bit Retro-JRPG, das sich einfach die besten Versatzstücke aus seinen Vorbildern herausnimmt und diese einfach in die Moderne verfrachtet, was einfach unglaublich gut funktioniert. Ich sehe da zum Beispiel ganz klar Parallelen zu Xenogears mit seinen Himmelsreitern, ne, die Max halt aus Xenogears. Ich sehe narrativ einige Parallelen zu Luna mit den auserwählten Gegenstücken von Glenn und Len und ne, Luna und Kyle? War es Kyle? Ich weiß seinen Namen nicht mehr. Ihr wisst, was ich meine. Oder Alex. Alex war es, sorry. Ich sehe ganz klar Parallelen im Kampfsystem zu Final Fantasy X, wo man im Kampf Tag-Team-mäßig Charaktere einsetzen kann, was das Ganze total dynamisch macht und total viel Spaß macht. Ich sehe Parallelen in der Struktur zu Suikoden 2, weil man da auch seine eigene Festung, sein eigenes Lager aufbauen muss und eigene Clan-Mitglieder rekrutieren kann. Ich sehe Parallelen zu Chrono Trigger, zu Grandia, zu all den Klassikern überhaupt. Und naja, man hatte halt das Gefühl, dass der gute Matthias diese Spiele früher geliebt hat und dementsprechend spürt man diese Liebe und ich habe mich auch total in dieses Spiel verliebt. Auch narrativ ist das wirklich ein richtig, richtig geiles Spiel. Es ist jetzt von der Story selbst jetzt nichts, was man hier schon gekernt hat und es folgt den typischen Wegen eines JRPGs vom Auserwählten und einer Bedrohung und dann kommt eine größere Bedrohung und hast du nicht so gesund. Aber was das Spiel an Sidequests bietet, das habe ich in dieser Art in so einem JRPG noch nicht erlebt. Denn das ist schon wirklich fast Witcher 3 Niveau. Gerade die Sidequests in diesem Spiel sind wirklich geil geschrieben. Wenn ich da an die Geschichte von Batras denke, ein echsenartiges Partymitglied, das immer von sich in der dritten Person spricht. Wenn man dann endlich kapiert, warum er das tut, boah, Gänsehaut. Ne, also richtig toll geschriebene Nebenquests, die auch immer wieder tolle Belohnungen geben. Wie gesagt, halt teilweise durch Hintergrundinformationen, aber auch teilweise durch neue Partymitglieder. Man kann eigene neue Partymitglieder dadurch gewinnen und so. Und das fand ich halt richtig cool. Und was dieses Spiel auch extrem gut macht, ist dieser Erkundungsdrang, den dieses Spiel bietet. Es macht einfach so viel Spaß, diese Welt zu entdecken, alle Steine umzudrehen, weil irgendwie schafft es dieses Spiel, meine Neugier total anzusprechen. Natürlich kann man durch seine Himmelsreiter, durch seine Flugrüstung später sehr, sehr schnell durch die Welt reisen, sodass das alles sehr leicht zu machen ist. Aber auch das Grid-System, deine Grid-Karte, ich weiß gar nicht, wie das heißt, was dieses Spiel bietet, motiviert halt einfach unheimlich, ja, die Welt zu aufzusaugen und zu erkunden. Denn ihr habt hier kein wirkliches Level-System in der Art, sondern es gibt so ein Bedingungsfeld, sag ich mal, so, wo hunderte von Aufgaben stehen für jeden Bereich der Map, die ihr machen könnt und die euch dann Materialien und Geld gibt. Und je mehr ihr von diesen Sachen in einer Kette miteinander verbindet, also diese Aufgaben ihr löst, die in Feld nebeneinander liegen, umso mehr, ich sag mal, Level-Up-Steine bekommt ihr, um eure Stats zu erhöhen. Und das motiviert halt so unfassbar. Und das ist alles nur ganz kurz. Besiege 10 Gegner davon oder besiege einen Gegner, indem du nackt gegen die kämpfst und so. Das ist alles kreativ gemacht. Finde 5 verborgene Schätze und so. Das ist einfach so ein Sogsystem und es funktioniert. Und ich habe alles freigespielt, also bis zur letzten Belohnung, weil es mir so viel Spaß gemacht hat. Also wirklich ein tolles System, was sich der Matthias ausgedacht hat und ein richtig tolles Kampfsystem. Hier, wie gesagt, könnt ihr nicht nur Charaktere ein- und auswechseln, sondern ihr habt auch so ein Overheat-System. Es gibt einen Regler, der einen großen roten und einen großen grünen Bereich hat und es ist vom Vorteil, in diesem grünen Bereich zu kämpfen. Und jede Aktion, die ihr benutzt, bewegt den Regler in die ein oder in die andere Richtung. Und es ist halt so ein taktisches Abwägungsspiel, auszuwählen, was nun die beste, passende Aktion für den Kampf ist. Denn wenn ihr den Regler nicht im grünen Bereich haltet, dann verursacht ihr nicht nur weniger Schaden, sondern ihr nehmt auch mehr Schaden. Und das ist halt wirklich cool durchdacht, weil man immer wieder so gucken muss, nicht nur, wie muss ich den Gegner bekämpfen, sondern wie
reguliere ich auch meine Hitze sozusagen. Das ist einfach sehr, sehr cool gemacht. Außerdem mag ich auch total gerne die Synergien des Kampfes. Das ist ganz viele Möglichkeiten gibt, unterschiedliche Fähigkeiten miteinander zu kombinieren. Zum Beispiel können gewisse Charaktere Gift auftragen mit Waffen und dann kann euer Bogenschütze Rob eine Pandemieschuss machen, der das Gift auf alle verteilt. So ein richtig schönen Synergieeffekt. Ich mag es, dass manche Charaktere Lebenssauger nutzen können und wenn du dann gewisse Charaktere nutzt, wie zum Beispiel Raphael, der so eine Schlagattacken hat und das mit Lebenssauger kombiniert, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass er ein unstoppbares, lebenssaugendes Monster wird, der quasi der beste Tank im Spiel dadurch wird. Naja, nicht ganz, aber ne, ihr seht, was ich meine. Es macht unfassbar viel Spaß, mit diesen Fähigkeiten herum zu experimentieren und das Spiel quasi zu brechen. Das mag ich immer total gerne. Hat natürlich auch ein paar Schwächen. Es gibt so den ein oder anderen Übersetzungsfehler. Ich hatte auch einen Spielabsturz, aber das ist nicht schlimm, weil das Spiel immer fortlaufend auto-saved, sodass man wenig Progress verliert. Und das Fähigkeitensystem selbst ist ein bisschen am Schluss ein bisschen redundant bzw. unnötig, da man natürlich so die ersten 30-40% seiner Fähigkeiten auswählt und sozusagen sich so skillt, wie man sich spezialisieren will, aber am Schluss hast du halt quasi Zugang zu allem, sodass sich die ganzen letzten Fähigkeiten unnütz anfühlen, weil du gar nicht mehr genug Platz hast, die ja in deine Rotation mit einzubauen. Ich hoffe, das konnte man jetzt verstehen. Es ist nachher so ein bisschen, da fühlt sich, also gefühlt nach der Hälfte des Spiels hast du alle Skills, die du brauchst und danach ist einfach nur noch so, ja, gib her, aber nutze ich eh nicht mehr. Ne? Trotzdem, einfach ein richtig tolles Spiel, was mich narrativ von den Charakteren, von den Dungeons, von der Spielwelt und vom Kampfsystem extrem begeistert hat. Darüber hinaus bietet es halt alle Angenehmlichkeiten, die ein modernes Spiel halt braucht, gerade in diesem Genre. Keine random Encounter und so weiter. Alles spielt sich so schnell und flutschig. Keine langen Ladebildschirme. Die Kämpfe sind auf der Map selbst und gehen ganz schnell rein und raus. Nichts ist hier übertrieben und so. Und es ist wirklich ein fantastisches JRPG. Ich muss jetzt schon sagen, eins der besten JRPGs, die ich je gespielt habe. Chained Echoes ist wirklich gut. Und es hat mich auch dazu animiert, dieses Jahr ein Video zu machen, meine Top 20 JRPGs überhaupt, die 20 besten JRPGs überhaupt, wie ich es halt auch schon für die besten Ego-Shooter gemacht habe oder für die besten PlayStation-1-Spiele und so weiter, will ich dieses Jahr die 20 besten JRPGs aller Zeiten krönen und Spoiler, da ist Chained Echoes dabei. Und Spoiler, wir werden das Spiel Ende des Jahres hier nochmal in der Upgrade-Rubrik sehen, wo ich es nochmal preisen werde und wo ich dann meine physische Version von First Press Games präsentieren werde. Falls ihr da auch interessiert seid, dann kauft es euch bei First Press Games. Ne? Googelt mal danach. Unterstützt den guten Matthias. Ich hoffe, der kriegt damit ordentlich Kohle und darf auch noch ein weiteres Spiel irgendwann mal entwickeln. Das ist nämlich wirklich gut. Ja, das fand ich super. Habe ich noch irgendwas stehen, was ich hier in meinen Notizen habe? Irgendwas, was man... Nö. Ach so, Soundtrack. Der Soundtrack ist auch gut. Mein Lieblingsstück ist Tormund, die Stadt des Regens. Dieses melancholische Musikstück finde ich richtig gut. Und es gibt kreative Kämpfer, habe ich mir noch notiert. Also es gibt viele Gruppenmitglieder, die abseits des normalen Tank-Magier-Systems funktionieren und zum Beispiel mit random Karten schmeißen oder Gegner auffressen und so erst sich wieder an ihre Fähigkeiten erinnern und dann total mächtig werden. Es ist wirklich cool gemacht. So ein kreatives, tolles Spiel. Das soll es aber gewesen sein. Das war Chained Echoes. Kauft Chained Echoes und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen, tollen Video. In diesem Sinne, abonniert Raketen.